So, wir haben mit diesen beiden Gleichungen aufgehört und haben jetzt gesagt, dass wir hier die zweite Gleichung minus die erste Gleichung rechnen wollen. Und zwar passiert dabei Folgendes. Mit der ersten passiert natürlich nichts, die bleibt unverändert. Das heißt, die können wir gleich mitnehmen. Ach, das war ein bisschen zu viel. So. Ach, warum markiert er das denn da unten mit? Das macht überhaupt keinen Sinn. Na egal. Nehmen wir es halt mit, wenn es unbedingt mit will. Also, erste Gleichung bleibt unverändert, können wir also gerade so kopieren und hier wieder hinschreiben. Ich mache hier mal einen Strich, um das abzugrenzen hier. Also, hier geht es weiter. Erste Gleichung bleibt unverändert, können wir so hinschreiben. Bei der zweiten Gleichung, wenn wir die jetzt minus die erste Gleichung nehmen, sehen wir, okay, hier steht das gleiche wie da. Das heißt, das hier haut es einfach nur raus, da bleibt 0 stehen. Hier haben wir a2 mal y minus 0, bleibt also auch a2 mal y einfach stehen. Und hier haben wir b3 mal a2 geteilt durch b2 mal z. Und das müssen wir jetzt minus das hier oben nehmen, also minus den ganzen Kram hier. Kopieren wir auch einfach und setzen es da unten hin. So. Das Ganze ist hier natürlich auch mal z und ergibt dann eben gleich 0. Das mal z kann ich jetzt hier wieder ausklammern. Ich habe ja hier ein z und hier ein z, also klammere ich das gerade aus. Dann kann ich das hier nämlich gerade in die Klammer reinziehen. Und bekommen wir dann eben diesen Trümmer hier. So, hier drin können wir jetzt wieder eine Menge zusammenfassen. Das wird jetzt nochmal ziemlich schwer und unübersichtlich, aber ich hoffe, ihr seid noch dabei und wir kriegen das zusammen hin. Und zwar machen wir das jetzt wie folgt. Wir nehmen jetzt erstmal diesen Bruch hier mal das hier hinten. Das heißt, wir rechnen jetzt erstmal dieses Produkt aus. So. Dazu kopieren wir das mal schnell und schreiben es hier unten nochmal hin und rechnen das dann erstmal. Och Mann, heute funktioniert aber auch gar nichts. Gut, irgendwie will er nicht. Dann schreiben wir es halt nochmal hin. Also, wir haben a3 mal b2 minus b3 mal a2. Und das teilen wir durch a1 mal b2 minus a2 mal b1. Und das nehmen wir mal b1 mal a2 geteilt durch b2. So. Das heißt, wir nehmen Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. Das heißt, da kommt raus. Das hier mal das hier ergibt dann a3 mal b2 mal b1 mal a2 minus, jetzt kommt das hier mal das da. a2 habe ich hier schon mal und hier nehme ich es nochmal mal. Das heißt, ich habe a2 zum Quadrat mal b1 mal b3. Und das Ganze teile ich jetzt durch das hier mal das da. Also in Klammern a1 mal b2 minus a2 mal b1 und das Ganze jetzt nochmal b2. Das heißt, aus diesem Produkt hier wird eben das da. Das können wir auch gleich da oben hinschreiben. Das heißt, wir machen das hier mal weg. Und fügen jetzt eben das hier ein. Hoffentlich klappt's. Jawohl, das sieht gut aus. Oh, passt nicht ganz, können wir gleich mal machen. Das Minus hier ein bisschen weiter nach links. Und die Klammer hier sollte klar sein. So, jetzt haben wir das hier auf diesen Teil vereinfacht. Wir nehmen das jetzt alles mal mit auf die nächste Seite. Oh Gott, das ist so unübersichtlich. Komme hier kaum noch selbst klar. Also auf die nächste Seite, fügen es hier wieder ein. Und schauen jetzt mal, wie wir da weitermachen. Also. So. Jetzt müssen wir diesen Bruch hier auf einen Bruchstrich ziehen. Das heißt, wir müssen hier den Nenner wieder erweitern, dass hier das gleiche steht wie da. Das heißt, wir erweitern den kompletten Bruch mit diesem Teil hier. Denn das B2 habe ich hier unten schon stehen, genau wie da. Und das hier fehlt. Das heißt, ich muss diesen Bruch hier damit erweitern, damit dort eben das gleiche im Nenner steht. Wenn ich den Bruch damit erweitere, dann habe ich B3 mal A2 mal A1 mal B2 minus A2 mal B1. Und im Nenner habe ich dann eben B2 mal A1 mal B2 minus A2 mal B1. Wie man sieht, am Bruch habe ich wieder nichts verändert, denn das hier könnte ich jederzeit rauskürzen. Das heißt, es steht immer noch das gleiche da. Ausmultipliziert ergibt das Ganze B3 mal A2 mal A1 mal B2
minus a2 mal, achso, a2 wird zum Quadrat, hier einmal a2, hier einmal a2, also a2 zum Quadrat, mal b3 mal b1. Und das Ganze eben geteilt durch b2 mal a1 mal b2 minus a2 mal b1. So, ich hoffe, ihr seid mitgekommen. Wir haben jetzt also einfach nur diesen Bruch hier erweitert, und zwar hiermit. Und zwar können wir jetzt eben diese beiden Brüche auf einen Bruchstrich schreiben. Das heißt, wenn ich den hier jetzt mal etwas weiter nach links ziehe und den hier nochmal mit runternehme, klappt wieder nicht, okay, dann schreiben wir es halt schriftlich hin. Also der Ganze jetzt hier eben minus a3 mal b2 mal b1 mal a2 minus a2 zum Quadrat mal b1 mal b3 geteilt durch a1 mal b2 minus a2 mal b1 mal b2. So, wie ihr sehen könnt, gleicher Nenner. Das heißt, wir können es auf einen Bruchstrich ziehen. Wunderbar. Können wir also hier direkt mal so machen. Hier haben wir ein Minus, das heißt, alle Vorzeichen drehen sich um. Das Plus hier wird eben zu einem Minus und das Minus hier wird zu einem Plus. Im Nenner haben wir eben nur noch einmal den Teil hier stehen. Und jetzt gucken wir mal, was sich hier rauskürzt. Und zwar habe ich jetzt hier B3 mal A2. Ah ne, darum geht es gar nicht, es geht hier um. A2 zum Quadrat mal B3 mal B1. Und das gleiche habe ich hier nochmal stehen. Hier habe ich ein negatives Vorzeichen, da hinten ein positives Vorzeichen. Das heißt, das kann ich rauskürzen. Das heißt, der Teil hier fliegt raus. Und das hier bleibt eben einfach nur stehen. Das können wir jetzt nochmal schöner hinschreiben. Also B3 mal A2 mal A1 mal B1 minus A3 mal B2 mal B1 mal A2 und das Ganze eben geteilt durch B2 mal A1 mal B2 minus A2 mal B1. So, das heißt, alles, was hier in der Klammer steht, haben wir jetzt hier auf diesen Teil hier vereinfacht. Das heißt, ich kann das in der Klammer einfach mal raushauen und dafür eben das hier unten hinschreiben. Uiuiui. So, das ziehen wir also jetzt hier oben rein und machen die Klammer wieder zu. So, und haben das jetzt eben so vereinfacht. Wenn ihr bis hierhin mitgekommen seid, dann erstmal großen Respekt an euch, denn diese Rechnung war wirklich sehr anstrengend. Vor allem bei meiner Schrift wird das Ganze gleich doppelt so anstrengend. Und wenn ihr bis hierhin mitgekommen seid, habt ihr es wirklich ordentlich drauf schon mal. In dem nächsten Video beenden wir das Ganze, denn jetzt ist dieses Gleichungssystem ziemlich einfach lösbar. Das werdet ihr gleich sehen. Auch wenn es immer noch ziemlich schwer aussieht, ist es eigentlich ziemlich einfach. Und ja, im nächsten Video werden wir das Ding eben dann lösen. Und ich hoffe, dann seid ihr auch noch dabei und haltet auch noch dieses Video durch. Bis gleich.